Hallo meine Lieben und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Black Mirror 3. Ich muss kurz was gucken. Okay. Gut. Verzeihung, jetzt kann's losgehen. Wir sollen uns umgucken, ob irgendwo Luft ist. Jetzt kann man bei der auch wieder alles anklicken. Der Boden in der Bibliothek liegt höher als die restlichen Räume im Erdgeschoss. Vielleicht verbirgt sich darunter der geheime Zugang oder auch nur eine altmodische Fußbodenheizung. Der Boden, vielleicht verbirgt sich. Okay. Regale. Hauptsächlich Lexika und Biografien über britische Lords. Hier habe ich das Buch über die Hüter gefunden. Eine mächtige Säule. Die Holzverkleidung ist mit Schnitzereien verziert. Hier gibt es nur britische Literatur. Shakespeare und Co. Die habe ich alle schon durch. Aber es ist so, dass es trotzdem bleibt. Wie kann ich jetzt denn gucken? Ah, mit den Streichhölzern, ob da irgendwo ein Luftzug ist. Die Flamme brennt gleichmäßig. Gut, dass sie Streichhölzer hat. Na also, die Flamme flackert an dieser Stelle. Hier gibt es einen Luftzug und der Raum hier hat keine Fenster. Ich vermute, hinter der Säule oder in der Säule befindet sich ein Hohlraum. Nur, wie komme ich da rein? Keine Ahnung, was sie da jetzt macht, Warum bin aber. ich nicht früher darauf gekommen? Diese Tafel hier lässt sich abnehmen. Dahinter befindet sich eine Metallwand. Und hier gibt es noch ein seltsam geformtes Loch. Ein Schlüsselloch, tippe ich mal. Okay, ja, das ist wirklich. Das Loch hat die Form eines Zahnrads. Ein normaler Schlüssel passt hier auf keinen Fall. Ja, das haben wir aber gerade nicht. Bei ihr haben wir halt. Die Akte der Gordons aus dem Archiv des Vatikans. Der letzte Eintrag ist von 1923. Dort ist die Übergabe des Hüterpostens an Victoria Gordon vermerkt. Ganz vorn in der Akte ist die Kopie eines Briefs von Marcus Gordon. Darin steht, dass der Zugang zum Schattenportal mit einem Altar verschlossen wurde. Die unterirdische Kapelle wurde geweiht und hält die Schatten davon ab, in die Katakomben einzudringen. Okay. Okay. Ich weiß halt nicht. Der Stammbaum der Gordons. Viele der Frauen waren Hüter. Isabella, Emily, Rose, aber auch Marcus, Albert und Durkheim. Von denen gibt es Aufzeichnungen in der Vatikanbibliothek. Okay. Gut, jetzt haben wir nur noch das. Jetzt können wir in die Halle gehen. Oh Gott. Im Keller waren noch alte Fliesen gelagert. Hätte sie nicht jemand von damals aufbewahrt, hätte der gesamte Boden neu verlegt werden müssen. Ich wollte, dass der Schutt in der Halle gelagert wird, damit sich die Jugendlichen, die sich manchmal am Schloss treffen, nicht verletzen. Ich habe aber nicht daran gedacht, dass es so viel werden könnte. Tja. Unter dem Grundstein war früher der Eingang in die Katakomben. Aber Markus hat ihn versiegeln lassen. Unter dem Grundstein war früher der. So einen riesigen Globus habe ich schon mal in einem Museum in Moskau gesehen. Er bestand auch aus Metall. Ich weiß noch, dass Australien nur zur Hälfte darauf abgebildet war, weil man es bei der Anfertigung noch nicht komplett kartografiert hatte. Okay, das Wappen. Das Adelswappen der Familie Gordon. Ein Wappenschild mit blauem Grund und fünf goldenen Lilien. Ich finde es lustig, dass man mit der auch wieder alles anklicken kann. Lustig und nervig zugleich. Das schöne Geschirr hat den Brand nicht besonders gut überstanden. Ich habe die Reste oben in Kisten verstaut. Bei der ersten Begehung mit den Handwerkern wäre ich fast von einem Deckenbalken erschlagen worden. Darum die Stützen.
Hier in der Küche war der Brandherd. Der Raum oben war, glaube ich, das Zimmer des Butlers. Also sie geht auch bis hier runter, sie schaut sich auch alles an. In diesen Fässern wird sicher Wein gelagert. Wollt ihr die nicht zu mir schicken? Ein Kehrblech und ein Handfeger. Für den jetzigen Zustand des Schlosses eindeutig zu kleine Putzutensilien. Ja. Der Hauptstrom im Keller ist aus Sicherheitsgründen abgeschaltet. Der Lichtschalter funktioniert also leider nicht. Okay. Weil ich jetzt mal tief unten im Keller Wasser ist. Sie hat aber jetzt einen Dolch. Schwarzschimmel. Laut Greg kommt er vom Löschwasser, das einen hervorragenden Nährboden für Schimmelpilze bietet, wenn es erst in die Wände gezogen ist. Schwarzschimmel. Hier sind nur Victorias Unterlagen. Kontoauszüge, Rechnungen und so weiter. Die sind nicht hilfreich. Okay, da ist die Standuhr. Greg wollte die Standuhr reparieren, aber dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Jo. Eine Statue der Jungfrau Maria. Sie wird für ihre Demut und ihren festen Glauben an Gott verehrt. Ein schlichter Marmorsockel. Gefällt mir fast besser als die Skulptur darauf. Pferde mochte ich nicht mal als Mädchen. Kleine Tiere sind mir lieber. Also ich mag alle Tiere. Schwarzschimmel. Aber hier kannst du auch nichts machen. Kannst die Bibel dran halten. Auch nicht. Okay. Vielleicht sollen wir auch nach Adrian gucken. Adrian schläft noch. Ich lasse ihm seine Ruhe. Okay, hier ist die Tür offen. Als ich hierher gekommen bin, war dieser Raum unbenutzt. Ich habe alles noch Brauchbare hier reinbringen lassen. Ja. Könnt ihr euch, die den zweiten Teil gesehen habt, an dieses Rätsel erinnern? Gemälde verraten viel über die Zeit, in der sie gemalt wurden. Diese hier sind zum Glück durch den Brand nicht so stark beschädigt. Naja, zum Glück. Und ich komme die ganze Zeit bei meinem Mikro an. Es ist irgendwie bei mir ein bisschen kühl, muss ich zugeben. Und ich weigere mich, die Heizung aufzudrehen. Bin da, naja, etwas komisch. Lady Victoria war immer sehr aufmerksam, wenn ich im Raum war. Ich hatte kaum Gelegenheit, mich hier umzusehen. Sie wird es jetzt verstehen. Die Geräte habe ich ja ganz vergessen. Sobald das alles hier vorbei ist, werde ich sie abholen lassen. Moment. Hier liegt noch eine Spritze mit Adrenalin. Ich nehme es mit, nur für den Notfall. Okay. Victorias Ankleideraum. Der einzige Bereich in diesem Zimmer, in dem ich mich umsehen konnte. Allerdings vergeblich. Es gibt dort wirklich nur Klamotten. Ja. Das Bild einer wunderschönen Frau. Ich nehme an, es ist Maria. Das sind alles Dinge, die Victoria sehr am Herzen lagen. Für mich ist jedoch nichts von Interesse dabei. Obwohl es Victoria in ihren letzten Tagen schon sehr schlecht ging, hat sie trotzdem immer noch viel Wert auf ein gepflegtes Erscheinungsbild gelegt. Hut ab. Hier ist nur Schmuck drin. Zwei Halsketten, ein paar Ohrringe und Ringe. Alles aus Silber und sehr stilvoll. Huch, das Schmuckkästchen wiegt mindestens 5 Kilo. Und was ist das? Auf der Unterseite ist noch sowas wie eine Klappe, aber wie bekomme ich die auf? Ich kann kein Schlüsselloch oder irgendwas in der Art entdecken. Ich werde es Adrian zeigen, sobald er wieder wach ist. Vielleicht kennt er sich damit aus. Okay, das ist wieder so ein tolles Rätsel. Victorias Schmuckkästchen. Auf der... Okay.
Er ist wach. Adrian, wie geht es dir? Oh, verkatert. Oh, was ist denn passiert? Du bist während des Exorzismus plötzlich bewusstlos geworden. Hat es denn funktioniert? Ist Mordred weg? Was ist mit meinen Augen? Sind sie immer noch schwarz? Es gab ein paar Komplikationen. Ach, dann hat es nicht funktioniert. Leider nicht. Mordred scheint sich allein mit Gebeten nicht austreiben zu lassen. Seltsam. Dabei klappt das im Film doch immer. Vielleicht war es das falsche Drehbuch. Die Bibel, ja. Deine Augen sind wieder normal. Zumindest im Moment. Ich befürchte aber, dass das nicht lange so bleiben wird. Ich habe es geahnt. Wieso bin ich im Schloss? Ich dachte, ich wäre hier nicht sicher. Das stimmt, aber ich hatte keine andere Möglichkeit. Edward hat mir geholfen, dich herzubringen. Edward. Und wo ist Vater Frederick? Er ist noch in der Kirche. Wir gehen später wieder zu ihm. Vater Frederick ist ausgestiegen. Mordreds Macht war zu viel für ihn. Wir müssen uns beeilen, wenn wir dich noch retten wollen. Warum sagst du? Worauf warten wir dann noch? Ich fühle mich fast gut. Auf jeden Fall bereit für den Endspurt. Warum sagt sie ihm nicht einfach, dass Vater Frederick draufgegangen ist? Hallo? Ist eh wurscht. Ich habe noch eine andere Idee, wie wir Mordred loswerden können. Dazu müssen wir aber zum Black Mirror, dorthin, wo der Fluch begann. Wo alles begann. Genau das hat Victoria zu mir gesagt. Kurz bevor sie starb. Ich soll dorthin, wo alles begann. Nur habe ich keine Ahnung, wo das ist und wie ich dorthin komme. Ich habe etwas Interessantes in der Bibliothek entdeckt. Ich denke, es ist eine Art Geheimtür zu den Katakomben. Eine Geheimtür in der Bibliothek? Soll ich raten? Sie ist fest verschlossen und du hast keine Ahnung, wie man sie öffnet. Ich habe gehofft, du könntest mir helfen. Wieso nicht? Ich habe ja sonst nichts vor. Oh Gott, jetzt kann man mit beiden spielen, oder was? Hallo? Oh mein Gott. Es ist noch nicht vorbei. Beim Aufwachen habe ich wirklich gedacht, alles wäre gut gegangen. Habe mich gut gefühlt, irgendwie befreit. Aber dann habe ich Valentina gesehen und wusste, dass es noch nicht vorbei ist. Ganz im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Wir müssen zu dem Ort, den Victoria von Anfang an gemeint hat, in die Höhle des Löwen, zum Ursprung allen Übels, zum Black Mirror. Allein hätte ich den Weg nicht gefunden und selbst wenn, ich weiß nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, ihn zu gehen. Aber jetzt, mit Valentina, scheint es nicht mehr unmöglich zu sein. Geheimgang. Warum gibt es in alten Schlössern eigentlich immer Geheimgänge? Das Schloss haben doch Mordred und Markus zusammengebaut, wenn auch erst als kleinen Burgfried. Später hat Markus es weiter ausgebaut und mit Schutzvorrichtungen aufgerüstet, um das Geheimnis zu bewahren. Oder ist der Gang aus späterer Zeit? Okay. Was? Ich habe noch nie gebetet, aber ich war auch noch nie von einem 800 Jahre alten Dämon besessen. Also was soll's? Herr im Himmel, steh mir bei. Das hat man auch noch nicht gelesen. So. Dann gehen wir mal. Kommt die automatisch mit? Nee, die muss ich mitnehmen. Uha. Da brauchen wir wohl den richtigen Schlüssel. Keine Ahnung, was hier reinpassen soll. Da ist ja keiner dran, oder? Nö. Ich glaube noch immer, dass wir runter in den Keller müssen. Jetzt geht's auf einmal. Jetzt habe ich unten die Möglichkeit, etwas anzuschließen. Valentina?
Die nehme ich jetzt auch mit. Ich kann sie leider nicht einfach rufen. Adrian? Hm? Ah, okay. Schmuckkästchen. Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man das aufbekommt? Ich meine das Geheimfach auf der Unterseite. Scheint ein sehr komplizierter Mechanismus zu sein. Die hat gerade in ihn reingegriffen, also so durch. So. Naja. So geht's natürlich auch. Jetzt hat sie den Ding. Kann ich? Die machen das wortlos. Ist okay. Ich will das nämlich jetzt mit Adrian machen. Passt perfekt, aber es passiert nichts. Das Ding ist entweder kaputt oder es fehlt was. Ein goldener Schwertgriff. Er war in Victorias Schmuckkästchen versteckt. Es fehlt ein Edelstein. Na, ich kann sie nicht rufen. Ah, Mann. Das ist jetzt ehrlich ärgerlich. Echt. Valentina? Ja. Okay, wir können jetzt noch ein bisschen miteinander reden. Der Raum, in dem Mordred auf mich übergegangen ist. Wissen Sie darüber etwas? Was für ein Raum war das? Eine Art Ritualraum. Überall Totenschädel. Ein Thron. In der alten Akademie hat man einen Ritualraum untersucht. Doch sämtliche Aufzeichnungen gingen bei einem Brand um 1512 verloren. Und damit das Wissen um ihn. Also, nein, ich weiß noch weniger darüber als Sie. Was ist dieser Black Mirror nun eigentlich? Wir nehmen an, es handelt sich um ein Portal. Und wohin führt es? Das weiß niemand so genau. Und es zu erforschen, ist gefährlich. Ja. Mordred hat es versucht und ist dem Black Mirror verfallen. Laut Papst Innozenz soll es das Christentum in seinen Grundfesten erschüttern. Was wir sicher wissen ist, dass es älter ist als alles, was es sonst auf der Erde gibt. Ich dachte, es wurde vielleicht von heidnischen Druiden erbaut oder so. Es ist noch viel, viel älter. Die Druiden benutzen es für Zeremonien, das ja, aber sie haben es definitiv nicht erbaut. Es steht dort seit Anbeginn der Zeit, so heißt es. Verdammte Scheiße, und was ist es nun? Wir können nur Vermutungen anstellen. Der Spiegel zieht das Böse an, oder wie soll ich sagen, saugt es auf. Alten druidischen Schriften nach gab es immer wieder Menschenopfer. Der Altartisch vor dem Black Mirror Portal soll schon damals von jahrhundertealtem Blut getränkt gewesen sein. Die Seele des Opfers wird in den Spiegel gezogen, aber nur, wenn sie absolut böse ist. Die Seele eines guten Menschen findet keinen Eintritt in den Spiegel. Er scheint so etwas zu sein wie... ja, wie... Das Tor zur Hölle vielleicht? Ja und nein. Nicht nur ein Tor... wirklich auch ein Spiegel. Ein Blick hinein verrät das Innerste. Er spiegelt die Seele wieder, für jeden sichtbar. Was wohl der Papst sehen würde, wenn er da reinguckt? Und die ganzen Würdenträger der Welt? Kein Wunder, dass der Zugang bewacht werden muss. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wieso sehen wir uns das Ding nicht einfach mal an? Hm? Rein wissenschaftlich, meine ich. Das Böse kann auch aus dem Spiegel ausbrechen. Es wirkt hinaus. Sie spüren doch selbst seine Macht. Wer empfänglich ist, wird zum Bösen verleitet. Deshalb ist das Leben im Schloss so gefährlich. Es steht genau im Wirkungsbereich. Mordred wurde verändert. Der Funken Bosheit, der immer schon in ihm glomm, wurde zum lodernden Feuer entfacht. Er hat alles daran gesetzt, die Öffnung des Portals zu erwirken. Gerüchte sagen, dass er den Mechanismus fast gefunden hatte. Okay. Irgendjemand hinterlässt mir seltsame Botschaften mit Hütertugenden. Sie wissen nicht zufällig etwas darüber? Die habe ich geschrieben.
Es waren Prüfungen, um herauszufinden, ob sie trotz des Fluches der nächste Hüter werden können. Ich bin davon ausgegangen, dass es außer Victoria nur noch Angelina gibt. Die war aber nirgends zu finden. Die Zeit wurde knapp. Victoria lag im Sterben. Sie war die letzte Hüterin. Es musste gehandelt werden. Als wir hörten, dass sie behaupteten, an Gordon und unschuldig zu sein, änderte der Vatikan seinen Plan. Wir mussten sichergehen, dass sie immer noch eine reine Seele haben. Und sie haben die Prüfungen alle bestanden. Aber sie waren doch gar nicht da. Stimmt. Ich war nicht da. Alles klar, Miss Undercover. Ich glaube, wir brauchen noch etwas, damit der Schwertgriff hier funktioniert. Es funktioniert nicht. Meinst du, es liegt an dem fehlenden Edelstein? Gut möglich. Fragt sich nur, wo dieser Stein ist. Er kann überall sein, auch seit Jahrhunderten verschollen. Das glaube ich nicht. Wenn der Schlüssel schon seit Ewigkeiten kaputt ist, warum hat ihn Victoria dann versteckt? Nein, ich denke, es ist Absicht, dass der Stein fehlt. Eine zusätzliche Sicherung. Weißt du, was ich meine? Ja, aber wo sollen wir anfangen zu suchen? Hat Victoria dir irgendetwas gegeben, bevor sie starb? Ein Familienerbstück? Schmuck? Ein Siegelring? Mir nicht. Aber Angelina... Was? Ihr Armband, sie hat es mir gezeigt. Ja, ich erinnere mich ganz genau. Dort waren auch Rubine dran. Vielleicht brauchen wir einen davon. Und wo ist dieses Armband jetzt? Im Asservatenschrank der Polizei. Dann hol es. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Oh Gott, so eine Zücke. So. Dieses Armband, das hat Victoria nicht ohne Grund Angelina geschenkt. Sie dachte, dass Angelina die nachfolgende Hüterin sein würde, aber Angelina hat es zur Irreführung an Miss Wellys Leiche gehängt und damit ging es direkt an die Polizei. Und zur Polizei gehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.